Okay, es hat sich heute ehrlich gesagt auch wieder kaum was im Shop verändert. Ich würde aber sagen, ich zeige euch mal direkt, was ich damit genau meine oben. Dragon Ball ist alles noch gleich geblieben. Star Wars Sachen auch noch gleich geblieben. Und hier sind die ersten Sachen, die sich verändert haben. Die sind aber auch nur so knapp einen Monat her. Also hier ist jetzt nichts krass Besonderes bei. Sind aber dennoch sehr, sehr coole Oldschool Sachen. Und darunter geht es erstmal weiter mit jetzt nicht so krass besonderen Sachen. Das Zeug ist so knappe 2 Wochen her. Und dann gibt es hier die Winterfest-Sachen. Da hat sich auch nur ein bisschen was getan. Ich glaube, die waren jetzt ein paar Tage lang hier, sind aber auch wieder zurück. Das ist noch alles gleich geblieben. Und das Zeug ebenfalls noch gleich geblieben. Da kommt gleich auch etwas, was sich verändert hat. Aber bis jetzt ist hier noch alles gleich. Stranger Things auch. Und da sieht man schon, die Futurama-Sachen sind nochmal zurück. Nach knapp einem Monat. Und hier gibt es auf jeden Fall ein paar sehr, sehr coole Sachen. Und ich zeige mal ganz schnell die ganzen Skins hier. Wie man sieht, alle nochmal am Start. Wie gesagt, knapp einen Monat her gewesen. Sehr, sehr nice. Auch einzeln kaufbar daneben. Und natürlich alles hier im Comic-Look. Darunter sind hier noch diese Autopakete. The Weeknd ist auch noch am Start. Die ganzen Songs sind am Start. Ich glaube, hier hat sich, wie gesagt, dann gar nichts verändert. Ja, yep, alles noch gleich. Mir fällt gerade auf, ich sollte mir das Paket mal langsam holen, bevor ich das vergesse. Weil ich weiß auch nicht, wie lange das noch da bleibt. So, okay. Und das war es im Grunde auch schon zum Shop. Wie gesagt, es hat sich kaum was verändert.